房间0186第二号。房间0186第三号。房间0186第四号。Cześć, i witam was do mojego programu. Ja się nazywam Mafia i będziemy dzisiaj gotować. Będziemy robić bardzo dobry brownies z sosem czekoladowym. Dzisiaj mamy gościa, który bardzo jest nieczekliwy, jak widzę, ale witam go bardzo serdecznie. Tak ładnie, witamy, duży aplauz.房间0186第六号。房间0186第一号。
是别的好工作日，今天明师傅有很好的心情。如果你艰苦工作，那可能有失好位。我看大家工作都非常努力，很好，因为大家工作的越努力，生活就越好，所以大家要非常集中精力的去工作，你们会有报答的。以后你们可以带着摄影机去世界各地旅游，旅游的时候你们可以用摄影机去积累材料，所以大家要非常努力的工作，使劲的工作，我要更多的梦料。谢谢明师傅，但是呢，请现在继续。人们回去工作，人们回去工作，人们回去工作。Zirbeldrüse. Scheißegal, was die hier abziehen wollen. Ich mache da nicht mit. Nicht mit mir. Hey, hier oben. Guck mal, hier oben bin ich. Siehst du mich nicht? Siehst du mich nicht? Du kannst nicht wegrennen. Merkst du das nicht? Razbrak bin ich! Ne hab du nah nehmiyorum ama istemiyorum! Ich glaub nicht, dass du das willst, dass ich dich in Ruhe lasse. Razbrak bin ich! Du steckst nämlich genauso wie ich ganz schön tief in der Scheiße. Razbrak bin ich! Herkes delirdi mi? Burada! Herkes delirdi mi? Burada! Hey! Hör doch mal auf! Lieber überlegen, wie wir hier wieder rauskommen. Und sieh zu, dass du das nächste Mal nicht wieder auf so einen Quatsch hier reinfällst. 很对不起，广播和我想撤出了，这不会再发生。我把衣服洗干净后，放到房间另外衣物。İnanamıyorum. Ben de sapıttığını zannettim. Ich hab's dir gesagt, ich hab's dir gesagt. So.Jetzt gib mir mal eine Räuberleiter. Ich habe nämlich schon so eine Idee, wie wir hier wieder rauskommen. Sen bana yardım et, ben de auffahren. Osman seç bakalım kaç parmak saklıyorum. Söyleyebilirsen ben sana yardım edeceğim. Mensch, wir haben jetzt keine Zeit für solche Spielchen. Du bleibst hier und stellst dich schlafen, falls einer kommt. Die kenne ich sie. Kimse onun seni Stop! Don't!
doch nur helfen! Helf mir nicht so schlau! Komm mal wieder, Karabin! Da war die erste Kunst hier. Warte! Du musst kurz weg, die anderen rausholen! Ich! Ich helf dir! Vertrau mir, ich hol dich hier raus! Wach auf, Mann. Und hilf mir mit deinen Ideen, diesem wilden Treiben ein Ende zu bereiten. Komm mit, ich geh schnell die anderen rausholen. Die warten schon. Nicht eigentlich vereinbart, dass du hier auf mich wartest? Gern mit dir. Guck mal hin, was steht denn?生产啊！我再说，这个卡拉 OK 的东西，咱们也生产。好极了！你给我好好听着，你以后要是再敢工作时间去上厕所，我就把你给开除。没问题。再说这个房间0186的这个摄影机坏了啊！啊，这个东西肯定能赚钱。Sie könnten uns hier ihren Scheiß andrehen. Dann haben die sich aber geschnitten. Und zwar ganz gewaltig. Wir lassen uns von denen doch nicht für dumm verkaufen. Also, steht auf, Leute! Und kämpft mit mir für eure Freiheit! Schlagen wir sie mit ihren eigenen Waffen.
ist nicht wahr! Ihr dürft ihm keinen Glauben schenken! Das ist doch alles nicht echt! Glaubt an euch selber! Dann seid ihr auch unverwundbar! Ihr müsst darin euch selber glauben, dann könnt ihr nur siegen! Vertraut eurem eigenen Willen, glaubt, was ihr sein könnt, dann könnt ihr alles sein! Und dann brauchen wir auch die blöden Drucker nicht mehr! Ja! 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 Super Theo! Mann, ich habe gerade was voll Krasses geträumt. Von einer Fabrik in Asien. Oh, du Schluss, Aue. Mama, ich habe jetzt sogar noch eine Geschichte. Komm bei dir, Smash bei. Aber ist auch egal, weil ich hatte wie einen Verdacht, dass sie uns sowas vormachen, ja, und dass es wieder alles gar nicht echt ist oder was. Ich wollte einfach rauskriegen, was ist mit ihnen los, ne? Und wir da raus und da habe ich eine irre Rede gehalten und habe die ganzen Leute angefeuert, dass sie mit mir gegen diese Asiaten da kämpfen. Und das ist mir dann auch gelungen und die waren auch alle mit dabei, ja. Also aber von den Asiaten war in dem Moment überhaupt nichts mehr zu sehen. Und dann hat mir da lauter Sachen, die kamen aus dem Drucker, kamen die da raus. Und also der eine, der hatte eine riesen Bazooka, so ein Riesenteil. Und der andere, der hatte, also die hatten alle, wir haben alle Pistolen und Waffen gehabt, alles Mögliche, ne? Und
Und auf einmal habe ich gedacht, da stimmt was nicht, die verarschen uns, ja, die manipulieren uns, weil die, ich hatte auf einmal das Gefühl, dass die alles geplant hatten. Und dann bin ich an diesen Drucker daran, wo die ganzen Sachen da rausgekommen sind. Und ich denke, da stimmt was nicht. Ich mache das so ein bisschen auf, ja, und auf einmal sehe ich da drin so einen Asiaten hocken. Und der guckte mich auch an. Und dann habe ich versucht, den zu schnappen. Und ich schnapp dem seine Hand und ziehe da dran und ziehe. Und wupp, auf einmal reißt das ab und ich habe das Ding in der Hand, ist nur aus Pappe. Und da ist mir klar geworden, das Ganze ist, das stimmt nicht. Das ist alles verkehrt, ja. Und dann habe ich zu den anderen gesagt, Leute hier, die machen uns alles vor, ja. Das ist alles nicht echt. Also, aber die haben das dann nicht mehr glauben können und... Wie ging das denn weiter? Ja, auf jeden Fall haben wir uns einfach mal alle verwandelt und wir waren so richtig, also so Maschinen, ja, ich auch. Ich war wie eine Maschine, so eine Riesenmaschine, Super Theo oder was. Und aber dann habe ich auf einmal gemerkt, das stimmt alles nicht. Es ist alles, die waren gar nicht mehr da. Auf einmal hatte ich nur noch diese Pappdinger in der Hand und wusste nicht mehr, was ich machen soll. Und ich war völlig fertig und dann habe ich mir das auch vom Leib gerissen und bin weggerannt und dann habe ich nur noch da war so ein riesen Tunnel und in den Tunnel bin ich rein und wollte, hab die Freunde gesucht, ja, weil ich wusste nicht mehr, wo sind die denn abgeblieben, die können doch nicht alle aus Pappe gewesen sein und bin da in den Tunnel rein, und es wurde immer enger und so gequalmt hat es da und auf einmal habe ich irgendwas gespürt und dann bin ich wach geworden und habe gemerkt, dass du das bist.